Leute, ich bin's Conny und heute spielen wir mal wieder Melo Blocks. Im letzten Video habe ich angefangen, das Spiel halt zu spielen, zu gucken, wie es hier läuft. Und jetzt habe ich AFK schon so ein bisschen gefarmt. Und dabei ist mir eine Sache aufgefallen, in dem Spiel levelt man wirklich sehr langsam. Und deswegen zeige ich euch heute meine Methode, wie man schnell levelt. Weil wie schnell levelt man am schnellsten, indem man in Gebiete geht, in dem die Mobs natürlich stärker sind als ihr. Weil dann könnt ihr besser Erfahrungspunkte bekommen, wenn ihr sie besiegt. Hier seht ihr es, ich bekomme von den Viechern gar nicht mal so viel. Aber da hinten steht ein freundlicher Geselle, der heißt Patrick 1 und der steht hier AFK und schlägt einfach in die Luft. Der ist zum Beispiel gerade dabei, AFK zu farmen. Und wenn ich jetzt die Mobs hier angreife und im Abstand nehme und er den für mich schlachtet, dann kriege ich am Ende die Belohnung dafür, wenn er sie schlachtet. Ich muss natürlich immer bei den letzten Schlägen dabei sein, damit ich Erfahrungspunkte bekomme. Aber was ich auf jeden Fall schon bekomme, ist Loot. Muss immer so ein bisschen dabei sein. Ich kann damit übrigens auch hier sehr gut meine schlechten Fähigkeiten, zum Beispiel zweihändig spiele ich eigentlich gar nicht. Oder Zweihandwaffen spiele ich eigentlich gar nicht. Aber hiermit kann ich die ziemlich gut leveln, weil wenn es mir zu heikel wird, dann gehe ich halt zurück und jemand anderes carried für mich. Und zwar der Patrick, der das easy carryen kann. Aber inzwischen habe ich jetzt schon so weit gelevelt, dass die Larven für mich keine große Bedrohung mehr sind. Und ich kann die eigentlich schon selber besiegen. Und genau das mache ich eigentlich auch. Also den Patrick brauche ich gar nicht mehr. Aber das ist halt eine gute Methode, um schnell zu leveln. Ihr geht in Gebiete, in dem die Gegner zu schwer für euch sind. Wie da hinten zum Beispiel. Die netten Herren hier hinten, die sind zu stark für mich. Ich bin Level 16, die sind Level 29. Die würden mich so fertig machen. Und ich mache denen kaum Schaden. Und oh Gott, die machen mich absolut fertig. Aber ich sehe mich einfach mal in deren Gebieten hier um. Ich drücke am besten Q, weil dann laufe ich schneller und kann besser vor denen weglaufen. Und gucke einfach, ob ich irgendwo Spieler sehe, die AFK farmen. Weil wenn ihr einen overlevelten AFK-Spieler seht, an den ihr euch einfach reinhängen könnt. Perfekt. Im beste Leben, dann könnt ihr einfach von denen profitieren. Ach, guck mal, die Larven hier, die sind etwas stärker. Ich glaube, wenn ich mit solchen Larven kämpfen will, dann sollte ich auch bessere Waffen equippen. Vielleicht, nein, nicht das, nein. Sowas hier. Hiermit bin ich auf jeden Fall erstmal nicht so leicht zu besiegen. So, mache ich den hier rein, drücke dann 1. Und dann mache ich zwar weniger Schaden, aber ich blockiere fast jeden Angriff. Er macht mir weniger Schaden und dann ist er weg. Dann ist er einfach weg. Das hier ist auf jeden Fall mein Loadout, wenn ich überleben möchte. Ich habe noch eine andere Brustplatte, die ich beim letzten Mal gefunden habe. Die regeneriert mir Leben. Die ist auch sehr stark. Die würde ich sogar sagen, ist besser, um am Leben zu bleiben. Aber aktuell habe ich eine Brustplatte, die gibt mir HP, wenn ich Mobs besiege, mit denen ich in einem Kampf bin. Das bedeutet, ich stelle mich hier mal rein und ihr seht da oben, meine HP, die bleiben voll. Die gehen dann immer ein bisschen runter, ich krieg Schaden. Und sobald das Ding dann besiegt ist, jetzt ist es besiegt, bin ich wieder voll. Eine noch bessere Methode ist es natürlich, wenn ihr schon einen Freund habt, der sehr viel höher gelevelt ist als ihr und euch einfach mitnehmen kann und carryen kann. Das einzige Problem daran ist, ihr müsst dafür Freunde haben und ihr kennt mich ja, daran scheitere ich selber schon. Ich habe keine Freunde, die in Melo Blocks besser sind als ich. Und deswegen muss ich selber leveln oder mich halt an solche Leute ranhängen. Die nächste Methode, um schnell zu leveln, sind natürlich die Quests. Ich habe aktuell eine Quest, die kann ich gar nicht machen. Ich zeige es euch gleich mal. Warte, ich mache hier einmal diesen rein und dann diesen hier rein und dann ziehe ich die mal wieder hierher. Weil zwei sind mir dann ein bisschen zu brenzlig. Ey, komm mit. So, hier klatschen wir noch ein bisschen. Nur ein bisschen. Nur ein bisschen klatschen. Und den hier auch noch klatschen. So, meine Quest ist nämlich 30 Loglinge zu besiegen und das sind halt die Typen, die Level 26 sind da hinten. Also gar keine Chance, ich brauche gar nicht erst versuchen, mich mit denen anzulegen. Aber es gibt ja Daily Quests und ihr seht, ich habe gerade noch die zwei Daily Quests offen, töte 200 Kreaturen, die habe ich zu spät angenommen. Ich weiß nicht, ich dachte, ich hätte die schon angenommen, aber hatte ich nicht. Und töte eine Königskreatur 10-mal und die erste Königskreatur, die man hier begegnen kann, ist die hier oben. Ich laufe hier einfach mal hin. Und der ist zufälligerweise in 9 Sekunden da. Das war natürlich so geplant. Wenn die euch ein bisschen zu schwer ist, dann versucht die rauszupullen hier hinten in die Ecke. Ihr geht so hin und zieht die immer weiter zurück, dass die da hinten nicht auch noch dazukommen. Dann packe ich den rein und auf falsche Taste. Und dann greife ich ihn einfach an. Immer zurückgehen. Sache ist, ihr müsst nicht sofort rausgehen, wenn ihr euch angreift. Ihr müsst eigentlich nur dann nicht im Kreis drin sein, wenn der Kreis voll wird. Zum Beispiel jetzt schnell rausspringen und dann ist mir auch nichts passiert. Aber wenn ihr euch dann mal trifft, dann ist verheerend. Dann ist wirklich verheerend. Achtet einfach darauf, wie schnell der Kreis von dem Ding zu hier groß wird. Jetzt geht's langsam. Das heißt, ich kann ihn noch ein paar Mal angreifen, bevor ich rausgehe. Und dann funktioniert das easy. Das war jetzt ein schneller Angriff. Da muss ich schnell ausweichen. So. Und hier schon wieder ein schneller Angriff von ihm. Der ist heute richtig hart drauf. So, und jetzt kommt schon wieder ein schneller Angriff. Okay. Aber die schnellen Angriffe machen dafür auch nicht so viel Schaden wie die langsamen Angriffe. Beim langsamen Angriff sollte der sich wirklich nicht erwischen lassen. Ich bin jetzt schon ziemlich... Guck mal, das ist ein langsamer Angriff. Hier hätte ich jetzt gar nicht rausspringen sollen. Aber er hat mich schon so daran gewöhnt, dass jetzt nur die schnellen Angriffe kommen. So, und jetzt werden wir ihn fertig machen. Batsch, batsch. Guck mal, und der hat ein bisschen Loot bekommen. Ich habe übrigens so einen legendären Helm. Den habe ich bekommen, weil irgendjemand mit Level 97 kam und den Typen da geone-hittet hat.
hat und dann hat er mir den Helm einfach gegeben. Weil für ihn ist ein Stufe 1 Helm natürlich Müll. Für mich theoretisch auch, aber ich will ihn haben, weil er ist legendär. Oh, und ich habe hier einen Regret Stone of Strength. Und das ist auch so eine Sache, wenn ihr solche Items bekommt, die sind relativ einmalig. Also die sind nicht einmalig. Aber solche Items, auch wenn ihr die nicht wollt, wenn ihr die nicht benötigt, geht zu eurer Bank, packt die Items da rein, weil später im Late Game könnt ihr die vielleicht doch gebrauchen. Und selbst wenn ihr sie nicht gebrauchen könnt, könnt ihr sie später noch verkaufen. Und zwar an andere Spieler. Einfach traden, weil manche Leute wollen die Dinger vielleicht haben. Und zwar ein bisschen günstiger, als es sie vom Händler gibt. Genauso sammle ich hier auch die Pets. Zum Beispiel habe ich jetzt hier schon wieder Inkubationserfolg. Das heißt, ich packe mein nächstes Lava-Eck rein. Gehe hier auf mein Ding, hole mir das Lava-Pet ab, das ich eben gehatcht habe. Und das packe ich mir dann auch wieder in die Bank rein. Das heißt, irgendwann, wenn ihr Pets braucht... Ja, ich habe ein paar Pets. Weil für Pets braucht man ja Glück. Man kann nicht einfach so easy von jedem Tier ein Pet bekommen. Um Pets zu bekommen, müsst ihr halt schon eine Weile farmen. So, nochmal V, rüsten wieder das Ding aus, weil ich will One. Ich möchte Long Wooden Axe oder Two-Handed. Möchte ich halt leveln. Und dafür muss ich halt auch Two-Handed spielen. Auch wenn ich sowas nicht gerne spiele. Ich greife nicht gerne so langsam an. Wobei ich in Skyrim dann irgendwann auch Gefallen dran gefunden habe, weil man hat so coole Animationen dazu. Zwischendurch. Aber gehen wir wieder in den dichten Wald zu unserem Homie. Ah, und da ist gerade jemand anderes, der den Loot wegklaut. Schade. Sonst hätten wir jetzt von dem wieder Loot klauen können, weil der ist AFK. Das bedeutet, der hebt auch seinen eigenen Loot nicht auf, was natürlich auch gut für uns ist, weil, naja, hopp, hopp, 19 EP. 19 EP ist echt nicht viel. Ich muss eigentlich bessere Mobs bekämpfen. Ich muss eigentlich zu den Level 16er Mobs gehen, die eher für meine Stufe gedacht sind. Ja, die sind Level 14. Das ist doch schon etwas besser. Und dann greife ich die an, aber guck mal, die sind viel zu stark für mich. Die sind viel zu stark für mich, wenn sie zu zweit sind zumindest. Vielleicht schaffe ich es, einen einzelnen rauszupullen. Ja, und dann kriege ich das vielleicht besser hin. Ah, der ist aber auch sehr stark. Hör auf, so stark zu sein. Was soll denn das? Fire Slash Level 5. Yay. Das ist natürlich schön an diesem Loadout. Man kann immer so Distanzschaden machen und dann schnell abhauen. So hält man dann ein bisschen mehr aus. So. Ich muss tatsächlich noch gegen die Level 11er Larven kämpfen. Es ist so traurig. Hör auf, mir die zu klauen. Das sind meine Mobs. Meine Mobs. Bam, bam. Augenblick, was steht hier unten? Also Glück VIP. Komm Patrick, wir klatschen die. Wir klatschen die. Yeah. 32 EP. Das war doch mal was. Und dann klauen wir wieder ein bisschen Loot von Patrick. Der merkt's ja gar nicht. Beidhändige Schwerter. Das macht mehr Schaden, hat aber weniger Attack Speed, weniger Glück, Physical Schaden. Ah, ich weiß nicht. Das kommt übrigens immer eher auf den letzten Hit an. Okay, jetzt habe ich langsam Probleme hier. Ich habe langsam Probleme hier. Ich muss mal kurz wieder ein bisschen auf Distanz gehen, weil die machen mir echt viel Schaden langsam. So. Aber ich würde sagen, die 5 Minuten, die müssten noch bald rum sein. Ich werde jetzt noch hier das eine Mob hier wegmachen. Und dann gucken wir mal, ob wir den Boss wieder klatschen können. Weil ich habe immer noch die Mission, dass ich... Hier, töte eine Königskreatur 10-mal. Und ich habe 6 von 10. Und ich möchte die Daily Quests heute noch beenden. Und das bedeutet, ich muss noch 4-mal diesen Boss da hinten klatschen. Weil alle anderen Bosse, die es im Spiel gibt, die sind viel zu stark für mich. Da habe ich sowieso keine Chance. So, 26 Sekunden. Habe ich mal wieder ein gutes Zeitgefühl. Komm, den einen holen wir uns. Den pullen wir uns noch raus. Schön auf Distanz immer reinkloppen. So, und jetzt machen wir den weg. Bam, 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 bam. Bam, bam. Ich mache so wenig Schaden, das ist nicht zu fassen. Aber der Fire Slash macht viel Schaden. Weil ich den Fire Slash, den habe ich jetzt schon auf Stufe 5. Das heißt, der lohnt sich eigentlich schon. Aber der zieht inzwischen auch schon eine Menge Mana. Ich will ja zweihändig auf Stufe 10 bekommen, damit ich den Ground Slam freischalte. Oh Gott. Wo kommst du denn her? Habe ich dich gebeten, mich anzugreifen? Hallo? Ah, schön, da ist jetzt jemand Level 25. Ja, komm. Ich greife auch so an. Bam, 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 bam. Oh, eine blaue Brustplatte. Das ist doch schön. Brustplatte des Auszubildenden. Aber es ist wieder eine Stufe 1 Brustplatte. Das bedeutet, ich habe dann weniger Armor. Und dann will ich die doch nicht haben. Schade. Aber ich bin meiner Mission jetzt ein Stückchen näher. Ich habe jetzt 7 Königskreaturen. Und diese Mission 200 Kreaturen schlachten kann man natürlich ein bisschen beschleunigen, indem man sowas hier macht. Einfach gegen die schwachen Monster hier kämpfen. Die kann man schneller wegcarryen. Für alle. Oh, ich habe daneben gehauen. Na gut. Okay, ich habe gerade den Bug, dass ich nicht mehr gedrückt halte, aber er trotzdem die ganze Zeit zuschlägt. Finde ich schön, kann ich mit leben. Muss ich nichts mehr drücken. Jetzt noch einmal diesen hier machen. Ach, schon wieder daneben. So, und dann noch den hier. Bap. Aber mit den schwachen Mobs, da levelt man halt leider nicht so schnell. Guck mal, wenn ich die jetzt besiege. Ich habe 2 besiegt, habe dafür 8 EP bekommen. Also 2x4 EP. Ich glaube tatsächlich, das geht immer noch schneller. Müssen wir uns mal genauer angucken. Wir rechnen das mal aus. So, hier erstmal wieder alles verkaufen, was ich nicht brauche. So, und dann wechsle ich einfach mal hier auf doppelte Schwerter, weil mit denen bin ich schnell unterwegs. Und dann greife ich die Dinger an. Bam, bam. 4 EP, 8 EP, 12 EP, 16 EP. So, es geht wirklich schneller. Es geht wirklich... Oh, es ist nicht zu fassen. Ich kann schneller leveln, indem ich die Level 1 Kleckse besiege, als wenn ich die Level 16 Monster besiege.
Das ist nicht gut gebalanced, das muss ich ehrlich zugeben. Das kann man viel besser balancen in diesem Spiel. Aber ich krieg dafür aber auch nicht so guten Loot. So, Inkubationserfolg, perfekt. Dann holen wir uns doch das Lava-Pad ab. So, und packen dann das Klebeei rein. So, wir bringen dann nochmal alles zur Bank, was wir übrig haben. Sprich, das kommt hier rein. Und das kommt hier rein. So, brauchen wir noch was? Nö. Doch, ich könnte... Habe ich eben schon verkauft. Na gut, dann nicht. So, dann gehe ich einfach hier hin. Teleportiere mich wieder in den dichten Wald. Und gönn mir nochmal was von meinem Homie. Der hat doch jetzt bestimmt wieder ein bisschen Loot übrig. So, da kriege ich aber 19 EP. Wenn ich jetzt so richtig auf den Einschlag, also von Anfang an dabei bin beim Kampf, dann bekomme ich am Ende 33 EP. Okay, man levelt schon schneller, wenn man solche Mobs hier besiegt. Man muss halt nur genug davon finden. Und da stellt sich die Frage, es ist wirklich schwer zu sagen, wo man schneller levelt. Das müsste ich halt wirklich über eine Zeit lang tracken und ausrechnen. Leute, soll ich mir die Mühe machen, das zu tracken? Ich glaube, da ist nämlich gar nicht so ein großer Unterschied, ob man viele schwache Mobs oder normal viele normal starke Mobs besiegt. Weiß ja nicht. Aber ich muss jetzt auf jeden Fall wieder hier auf meine Axt wechseln, auch wenn ich mit allen anderen Waffen besser kämpfen kann. Spiele ich die Axt natürlich aus dem Grund, und zwar, weil ich die Stufe 10 bekommen möchte. So, deswegen machen wir auch immer schön den Fire Slash, damit der immerhin was bringt. Weil für solche Spezialattacken, da kriegt der EP für jede Anwendung. Ich kriege hier für die Spezialattacke EP, wenn ich einmal treffe. Das kann ich euch zeigen, wenn ich hier auf Mastery gehe und Fire Slash mache. Dann geht halt die EP-Leiste einmal hoch, wenn ich getroffen habe. Nur ein Stückchen, aber sie geht hoch. Jetzt bin ich zwei, oder doch nicht zwei. So, ich ziehe den nochmal ran hier. So, ihr seht, wenn ich damit treffe, das geht hoch. Aber meine normale EP-Leiste geht nicht hoch. Die geht nur hoch, wenn ich hier wirklich angreife und dann aktiv mitkämpfe. Und dann geht die gar nicht mal so schlecht hoch. So, greifen wir den noch an. Und jetzt einmal so, bam. Und das kriegen wir jetzt auf Stufe 9, oder? Wird knapp auf Stufe 9. Und, ja, Stufe 9, perfekt. Nur noch eine Stufe verbleiben. Feuerslash auf Stufe 6 zu kriegen, wird dauern, aber... Zweihändig auf Stufe 10 kriege ich hin, wenn ich jetzt weiter farme hier. Ah, oh, da habe ich nichts für bekommen. Schade. Aber jetzt stehen wir hier einfach zu dritt, schlagen auf alles ein, was kommt. Gefällt mir. So, hier nochmal ein bisschen drauf einschlagen und dann noch ein Fire Slash in die Richtung. Aber ich kann nicht, weil ich nicht genug Mana habe. Das ist auch ein Problem. Ich habe jetzt Fire Slash schon so extrem gelevelt, dass ich einfach mit meiner Mana nicht mehr ausreiche. Ich kann den nur noch ein paar Mal machen. Früher konnte ich den Fire Slash so oft machen, wie ich wollte, und jetzt zieht er so viel Mana. Ja, ihr seht's. Ich mache es noch einmal hier Mana. Ja, aber wir klatschen den nochmal. Bam, bam, bam. So. Und noch einen, dann haben wir den zweiten Balken von zweihändig. Sehr gut. So geht das dann immer weiter. Ich überlege gerade, ist der besser? 10 bis 14. Ich rüste mal diese Axt aus. Okay, er hat sie nicht... Doch, er hat sie ausgerüstet. Damit mache ich jetzt mehr Schaden. Ich habe dann andere Boni nicht mehr. Ich weiß nicht, was sich eher lohnt. Hallo? Ich will angreifen. Danke. Ah, nee, hierfür brauche ich Meisterschaftslevel 10. Deswegen konnte ich den nicht ausrüsten. Okay, dann vergiss es. Dann muss ich sowieso noch weiter leveln. So, ein Light Healing Potion, den würde ich auch gerne aufheben, aber kann ich nicht. Und dann muss ich gleich mal meinen Loot wegbringen und vor allem auch den nächsten Boss klatschen, weil ich glaube, ich habe jetzt schon wieder viel zu lange hier gelabert. Ah, der Boss wurde jetzt wahrscheinlich schon weggenommen. Ich gehe einmal kurz hin. Ja, nein, ich komme zu spät. Er ist da. Er wurde mir noch nicht geklaut. Er chillt einfach nur sein Leben. Ach, wie gut. Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich den Bot jetzt alleine klatsche. Ha! Oh, und jetzt kann ich hier einfach... Habe ich euch das schon gezeigt? Ich kann jetzt einfach stehen und er kann mir nichts machen, weil ich auf die Distanz bleibe. Ich weiß gar nicht, ob ich euch das vorhin gezeigt habe. Aber das ist das Lustige an der Waffe hier. Der bleibt einfach auf die Distanz, dass er mir keinen Schaden macht. Aber ich kann mit dieser Attacke... einfach Schaden anrichten. Hiermit kann ich ihn nicht treffen. Aber wenn ich den Fire Slash mache, bam, 56 Schaden. Es geht zwar richtig langsam, aber es funktioniert. So kann man den Bot einfach auch outplayen. Also falls ihr noch ein niedriges Level seid und Probleme mit diesem Boss habt, ja, dann macht einfach den hier. Dauert zwar ein bisschen länger, aber ihr seid safe. Ich mache jetzt auf jeden Fall den hier, weil das geht ein bisschen schneller. So, und dann weitermachen. Bam, bam. Und noch ein Slash. Ist halt tot. Wie viele Erfahrungspunkte bringt der Boss einen eigentlich? Ich habe 2286. Das müsst ihr euch mal merken. 2286. So, wir hauen ihn jetzt einfach noch ein bisschen runter. Ich habe einfach nicht genug Mana-Punkte, um den Fire Slash die ganze Zeit reinzudrücken. Und nicht vergessen, 2286. Schreibt es in die Kommentare, damit ihr es nicht vergesst. Und jetzt hauen wir ihn weg und ich bekomme 155 EP. Das hat sich gar nicht gelohnt für den zeitlichen Aufwand. Und der kam gerade dazu, denkt sich so, bro, er hat keinen Schlag setzen können, also hat er den Hit nicht bekommen. Tut mir leid, Bro. Tut mir leid. Aber ich gehe jetzt erstmal wieder Zeug verkaufen. Ich muss noch zwei Königskreaturen besiegen. Ich habe 5 Minuten. Und Inkubationserfolg. Perfekt. Habe ich das nächste Pet, das gerade gar nicht in mein Inventar reinpasst. Aber passt schon so. So, gehen wir wieder zum Händler, verkaufen. Und dann sagen wir das. 55, 53, 86,
90. Ah, weniger Glück. Oh, Life per Kill. Damit würde ich meine Life per Kill aufgeben. Es ist mir nicht wert. Ich verkaufe die. Die behalte ich einfach mal. Wobei, die ist auch nicht so gut. Die verkaufe ich auch. Verkaufe ich alles für 7 Silber. Verkaufen. So, dann gehen wir hier einmal rauf. Holen uns das Kleckshaustier. Und das kommt dann auch ausgerüstet. Und für mein Kleckshaustier droppe ich einmal die Tränke. Weil ich möchte, dass der einfach die Mana Potions für mich, die Healing Potions für mich trägt. Ich tippe mich wieder in den dichten Wald, weil das kostet ja nichts. So, und da hinten ist mal wieder jemand fleißig am Farmen. Und ich mache jetzt mit. Nerx hat es aber auch schon gemerkt, dass es sich lohnt, einfach bei Patrick stehen zu bleiben oder auf die Dinger einzuschlagen. Na gut, greifen wir weiter die Dinger an. Meiner Healing Potion. Komm, ich zieh die rein. Ich pull sie rein. So, oh, das gibt gut EP, wenn ich 3 Leute auf einmal hitte. Ja, Mann. So, Level 17 würde ich gerne noch erreichen, aber es würde jetzt auch schon langsam eine Weile dauern, findet ihr nicht? Ich glaube, das dauert ein bisschen. So, die Larve, die klatschen wir noch. So, wenn ich so eine Larve komplett töte hier, dann bringt mir das immer noch 34 EP. Ich weiß nicht, ob sich das so lohnt. Leute, schreibt mir mal in die Kommentare, was für euch so die beste Methode ist, um in Meloblocks zu leveln. Was habt ihr für euch so rausgefunden? Ich kann das echt schlecht sagen. Ich habe das Gefühl, dass alle möglichen Methoden ziemlich gleich gut sind. Oder halt schlecht. Ob man jetzt schlechte Mobs besiegt oder gute Mobs besiegt. Für gute Mobs bringen halt mehr EP. Und es hält sich die Waage mit der Zeit, die man da reinsteckt. Aber das Problem ist natürlich, wenn ich gegen diese Mobs kämpfe, wenn ich jetzt Patrick nicht hätte, dann müsste ich zwischendurch immer wieder Pausen machen, um mich hochzuhealen oder meine Healing-Tränke hier verwenden, die ich nie benutze. Oh, da ist gerade jemand gestorben oder wie? Naja. Und ich glaube, wenn man wirklich niemanden hat, der einen carried, der halt die Schläge von den Mobs auf sich nimmt, damit ihr euch erholen könnt zwischendurch, dann lohnt es sich wirklich eher, die schwachen Mobs anzugreifen, um zu farmen. Und das finde ich irgendwo ein bisschen lame. Ja, Mann, ich habe es letztendlich auf Level 10. Ground Slam Skill ist unlocked. Dann müssen wir den auch ausrüsten. Augenblick, schnell Ground Slam und dann direkt direkt benutzen, ohne zu wissen, was es bringt. Ja, Mann. Man schlägt einfach fett zu, so wie es sich gehört. So, gucken wir einmal nach. Was bringt mir Ground Slam? Ich hätte auch vorher lesen können. Beschlägt den Boden vor dir und erzeugt eine Welle, die Feinden in der Nähe Schaden zufügt. Das macht mehr Schaden als Feuer Slash. Das finde ich schon mal gut. Aber verbraucht auch mehr Mana. Gut, dann machen wir nochmal Ground Slam. Bam! Ich habe verstanden. Aber ich habe auch nicht so eine Range damit. Weil hiermit kann ich den Typen da hinten Schaden machen. Und der denkt sich so, Bro, was soll denn das? Und wir klatschen noch ein bisschen. Und da unten links steht schon, mein Inventar ist voll. Okay, dann werde ich natürlich... Oder mein Inventar ist fast voll. Ja, jetzt habe ich eine gute Abenteuertasche. Die hebe ich auf. Dann werfe ich den Beutel weg. Nehme das da mit. Nein! Ich bin voll, Leute. Ich bin voll. Ich muss zurück in die Stadt. Ihr seht, ich habe 409 von 379 Gewicht. Oder habe ich 379 von 409? Das sehen wir, wenn ich diesen mache. Wenn ich jetzt den hier ausrüste. Ja, ich habe 409 von 379. Aber ich finde es schön, man kann ein bisschen über sein Gewicht rübergehen. Dann wird man halt langsamer. Ich bin jetzt nicht mehr ganz so schnell. Und hier unten links steht, Inventargewicht um 8% überschritten. Also gehen wir verkaufen. Ich kann jetzt auch diese Axt hier auswählen. Und dann gehen wir hier. Das kommt weg. Das kommt weg. Weil das ist eigentlich ganz gut, ne? Egal. Komm weg, komm weg, komm weg. Ah, ist das besser? Ne, komm weg, 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 komm weg. Bam, alles weg. So, und jetzt gucken wir noch einmal nach dem Boss, um ihn zu klatschen. So, springen wir hier mal hoch und... Nein, ich komme zu spät. Ich komme zu spät, Leute. Na gut, Leute. Ich werde den Boss auf jeden Fall noch selber klatschen, werde noch weiter leveln. Schreibt mir bitte in die Kommentare, was ihr für die beste Methode, um schnell zu leveln hier haltet. Oder auch, um schnell Gold zu bekommen. Aber da habe ich bisher noch nicht so das Problem. Leveln ist eher so das Problem. Das dauert, das zieht sich. Und ich hoffe, dass das Spiel, das ist ja noch ziemlich hart in der Entwicklung. Es gibt ganz viele Features noch nicht. Und ich hoffe, dass das noch ein bisschen gebalanced wird, dass man schneller leveln kann. Aber Leute, lasst auf jeden Fall ein Like auf dem Video da, wenn es euch gefallen hat. Abonniert meinen Kanal. Bis dann und ciao!